Am Donnerstagnachmittag gegen 12:30 gab es einen größeren Polizeieinsatz in Georgsmarienhütte. Die Polizei und weitere Einsatzkräfte wurden dorthin gerufen, weil es eine häusliche Gewalt gab. Im Rahmen dieser Gewalttaten wurde eine Frau schwer verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie schwebt aktuell nicht mehr in Lebensgefahr, aber die Verletzungen sind schon gravierend. Der Täter, ihr Ehemann, wurde vorläufig festgenommen und wird heute einem Haftrichter vorgeführt.